alle Freunde, die ich habe, deren Drive-Avatar sehe ich halt auch im Ingame. Bei uns überholen wir jetzt hoffentlich noch. Da Windschatten, das hört sich doch schon. Oh, da hat der Windschatten uns doch. Ah, nicht bremsen! Aber wir die Situation besser meistern können. Ah, das war doch ganz gut, oder? War elegant gelöst. Eieiei. Oder da hätte was los, warum bist du nicht Teamspeak? Wetten kannst. So, zweite Runde. War auch eine harte Strecke, muss man ehrlich sagen. Schlechten Eltern. Ach ja, und muss mal gucken, ob wir das streamen dürfen, aber ab übermorgen oder so, nee, ab Ende, ja, weiß ich noch nicht. Mitte nächster Woche wird es dann Dash Rising 3 auch bei uns liegen. Und deswegen dauert es leider aktuell etwas länger, bis der hier ist. Aber leider aus Österreich importieren, da ist in Deutschland verboten. Da das Ganze ja hier über Amerika läuft, ist das natürlich nochmal eine andere Sache. Davon aus, dass wir das hinkriegen. Ja, Kalypso. Ah ja, doch eigentlich gar nicht mal so schlecht inzwischen. Vorbe, perfekte Vorbe, gutes Überholmanöver. Geht einen schon die Anzeige. Bremsen muss. Macht ein genau hinter mir im Nacken sitzendes Karte. Die sind alle nur scharf darauf, dass ich einen Fehler mache, damit sie mich alle überholen dürfen. Weil ich an der einen Kante nicht wieder den Fehler machen. War zu schnell reinfahren, sag ich mal. Ach, der Dalerton muss essen, ja. Gut, ja. Heute Abend auch noch mal was essen. Wie spät haben wir es überhaupt? 20 Uhr. Ach, da haben wir ja noch Zeit. Dann können wir ja noch anderthalb Stunden hier fahren. Dann kann ich was essen und dann können wir ja noch Community Daddeln machen heute, ne? Wie immer ab 22 Uhr Community Daddeln. Soweit ich weiß, ist Leagues of Legends angesagt und letztlich wieder Counter-Strike Global Offensive. Wir müssen trainieren für die LAN-Party. NorthCon liegt an. Wenn ihr auf der NorthCon seid, sagt uns gerne Hallo. Vielleicht werden wir dann sogar mit PlayStation hinkommen. Wissen es noch nicht, aber da haben wir echt Bock drauf. Freuen wir uns alle. Kommt die komplette Gamer Crew TV fast vorbei. Ich glaube doch, die ganze komplette ist es inzwischen. Der Marv will nämlich auch kommen. Dann sind wir da ganz, ganz vielen Leuten. Der Marian. Hä? Hey. Super, ne? Hey. Was? Team ist an. Ah, so, neuer Erfolg. Ja. Ich war da. Fahre 162 Kilometer innerhalb der ersten Woche. So, ich bin dann mal weg. War's auf dem Kiez. Was? War's auf dem Kiez. Auf dem Kiez jetzt? Ja klar. Sonntagabend, beste Zeit. Ja, da war ich gestern, aber jetzt. Jackie, sag mal, juhu! War kein Thema. So, wer ist denn das? Gamer IP. Ja, herzlich willkommen. So, neues Abzeichen. Designer. So. Um schneller aufzusteigen. Ja, dann bin ich morgen Abend bei dir. Und ja, sehe ich auch so. Xboxen wir und dann. Xboxen wir, genau. Morgen Abend Xboxen wir. Ab 9 Uhr. Sehr schön. Gut, gut. Dann viel Spaß.
Jo. Bitte. Wieder einmal geht es zum Danceford Aerodrome. Xbox lauter. Veranstaltungen auf der Top Gear Teststrecke. Kurz was Kleines zu futtern holen. Die goldenen Kegel sind der Schlüssel zur Höchstpunktzahl beim Autobowling. So, da bin ich wieder. Ja, Würstchen und ein Krombacher Radler dazu. Das. Top Gear Bowling Veranstaltung. ...40.000, um Gold zu kriegen. Hört sich so ein bisschen so an, als ob man da Hütchen kaputt macht. Ah, Prost. So. Der Gamer-IP fragt, welche Spiele wir alle auf der Xbox One machen. Ja, wie gesagt, aktuell Forza, wie man sieht. Dann haben wir natürlich auch ja, FIFA dazu bekommen, aber ich glaube, ganz ehrlich, das FIFA werden wir lieber verschenken, verhökern, verlosen oder so. Die Sache ist, wir reinvestieren halt hier alles ins Studio immer. Und ich gehe davon aus, dass wir dann mal gucken, dass wir dafür dann anderes reinkriegen. Dead Rising ist jetzt aktuell noch bestellt. Und ja, durch die ganzen Spendengelder, die wir mal sammeln, bestellen wir halt neue Spiele. Auf der Liste steht... Oh, was? Hä? Falsche Fahne? Nein. Ja, eigentlich glaube ich aktuell Need for Speed so steht, oder? Weil, wer hat denn Lust, dass wir mal... dass wir Dings spielen, dass wir... wer will uns denn mal mit hier Dance Star sehen, oder wie das Spiel heißt hier? Dance Revolution 2014? Und Marian? Vielleicht noch der Lehrer dazu? Das Dance 2014 heißt das. Tanzspiel, da muss man auf vor der Konsole tanzen. Wäre, glaube ich, auch lustig. Glaube, wie viel haben wir geschafft? Halbprofi. Gold, yes! Yes, yes, yo! Fuck, nein! Muss sein! Ah, mal schauen. So, was habe ich denn hier? Neue E-Mails reinbekommen. Neues Update zum PlayStation-Event in Berlin. Ist leider. Hey, wir haben einen neuen Twitch-Follower. Dank. Ja, followt gerne unseren Channel. Da freuen wir uns immer drauf. Je mehr Follower wir haben, desto mehr Leute gucken zu, desto mehr Spaß haben wir zusammen. Gar nicht scheu sein, einmal auf Follow drücken. Kostet nichts. So. Haben wir geschafft. Hier glaube ich auch bald durch mit dem zweiten Multiplayer-Level. Dann können wir gleich auch mal eine Runde online spielen, wenn ihr Bock habt. Es geht zurück nach Abu Dhabi auf den Yas Marina Circuit. Call of Duty Ghost kommt auch die Tage. Hey, da freue ich mich schon drauf. Das habe ich mich für beide, habe ich für alle Konsolen. Das habe ich jetzt für Call of Duty bestellt. Für PlayStation 4 gab es das kostenlos durch Amazon-Aktion. Für die Xbox habe ich das Prestige-Package ja von der Gamescom bekommen mit der tollen Kamera. Ob wir mit der noch irgendwas Tolles machen können. War das auf jeden Fall auch mal eine Runde auf der One. Ach, es wird schon geil. Ich freue mich schon. Ja, was ist mit Zoo Tycoon?
find's ganz lustig bisher, aber das Spiel kostet 70 Euro. Und ich weiß nicht, ob es das wert ist. Das muss ich mir nochmal echt durch den Kopf gehen lassen. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Idee, so mit Affen füttern und Wasserspritzen und den Park bauen. Hat schon was. Aber wie gesagt, wir haben jetzt so viel jetzt, ne? Wie gesagt, für die Xbox haben wir jetzt Forza, dann kommt Call of Duty und Dead Rising. Vielleicht noch Dance Central. Dann für die PlayStation Knack Battlefield 4, auch Call of Duty, Killzone und was war da noch? Irgendwas. Ah ja, Assassin's Creed und wie gesagt, Swap Force haben wir ja auch bestellt. Beziehungsweise habe ich schon hier. Da haben wir auch noch eine Figur von Blizzard geschenkt bekommen auf der letzten Pressekonferenz. Hot Dog. Heißen Hund. Ah, mach mal Platz da. Jetzt rede ich so viel, jetzt bin ich so abgelenkt, dass ich es hier direkt auf Platz 4 geschafft habe. Ja, Zoo-Tycoon mit der Grafik, hast du recht. Mal schauen. Ich gehe ganz stark davon aus, dass Zoo Tycoon einer der ersten Titel sein wird, der so, so eine Art Platin-Status kriegt, wo man das dann günstiger kriegen wird. Keine Ahnung, 30 Euro oder so. Ich gehe ganz stark davon aus, dass der Preis für das Spiel sehr schnell sinken wird. Dead Rising habe ich außerdem, ja, haben wir jetzt Österreich importiert für 30 Euro. Ich meine, für ein One-Spiel ist das echt günstig. So. Nee, wir haben es aus Großbritannien. So, sorry, nicht aus Österreich. Mach mal Platz da! Oh, wir haben eine Nachricht bekommen. Guck mal gleich. Ah. Dark Spyro hat uns geschrieben. Nachrichten. Servus, der Destiny. So, Dark Spyro hat geschrieben, wäre ready. Dann gucken wir doch mal, dass wir dich auf die Freundesliste packen können. Party einladen, Freund. Eigentlich mit kompliziert. Jetzt muss ich hier noch. Dann noch schnell das Rennen zu Ende fahren. Party anheft. Hallo. Fahren wir erstmal hier zu Ende. Ich kann gleich auch mal ein Skype-Telefonat machen. Hi, kannst du mich hören? Hallo. Ja, nice. Man hört dich auch auf dem Stream, damit du Bescheid weißt. Das ist alles wunderbar. Jo, kein Problem. Wir können ja gleich mal eine Runde skypen. Hast du Skype drauf? Ja, ne? Add mich mal, ja, Jackie 2006. Ich war nur gerade das Rennen noch zu Ende, bin gerade Zweiter. Sehr geil. Jo. Das funktioniert ja tadellos. Ja, also bis jetzt bin ich von der Box überrascht. Ich hab's angeschaltet, dachte so, mal gucken. Und, desto mehr man spielt, desto mehr denkt man, oh, man erwartet gar nicht mehr so stark die PlayStation 4. Ja, gut, ich hab meine Hauptspiele halt für die PlayStation 4. Hast du auch bestellt, PlayStation 4? Ja. Ja, auch, nächste Woche. Ah, mal gucken. Manchmal müssen es halt beide Konsolen sein. So. Ja, also Dead Rising habe ich jetzt für die PlayStation. Also ich muss sagen, ich bin von Knack, der ist stark überzeugt. Ja, okay. Ja, also ich habe mir, glaube ich, komplett alle Launch-Titel geholt. Also aus Swap Force?